Hallo, guten Morgen. Ja, hast du die Überschrift schon gesehen? Ich möchte drüber reden. Warum sind Dinge in unserem Leben da, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten? Und das ist ja eigentlich immer das, was uns beschäftigt. Warum ist es noch nicht so? Was kann ich anders machen? Was mache ich falsch? Was mache ich noch nicht gut genug? Guten Morgen, Katrin. Hallo, hallo. Ich habe dir gestern ein E-Mail geschickt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Jetzt tue ich das ganz kurz noch teilen. Hallo Maria, guten Morgen ihr Lieben, wie geht es euch? Ja, ich möchte nochmal über so ein paar Sachen reden, warum die Dinge noch nicht ganz so sind, oftmals wie wir sie uns vorstellen. Und jetzt auch gerade, ich tue jetzt gerade noch schnell teilen hier. Und jetzt auch gerade, weil, ja, es ist echt nicht eine schöne Situation da draußen mit dieser ganzen Angst und mit dieser Panik. Und jetzt geht es ja nicht nur um Gesundheit, diese Angst und diese Panik, sondern es geht um riesige Geldverluste. Ich habe jetzt wieder aufgehört, die Nachrichten zu schauen. Es hat mir gereicht. ja, danke, Katrin. Also es hat mir wirklich gereicht, diese Nachrichten zu sehen und diese ganzen Horrorszenarien zu beobachten und alle danke für Thumbs up ohne Foto, weiß nicht wer du bist, kann dich leider nicht begrüßen. Und wir sind jetzt noch intensiver gefragt, wirklich unsere Wunderpower, unsere Kreationspower, unsere Wahrheit rauszuholen und uns nicht überrennen zu lassen von diesen Nachrichten und von diesen Vibes, die da draußen herrschen, oder? Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig froh, bin ich jetzt gerade hier auf meinem Berg. Zwar schon und auch solche Gedanken, ich habe ja noch einen Trip nach Lissabon gebucht am 19. März. Nochmal so ein Treffen mit Dr. Jodie Spencer, Liebhabern, aber ein privates Treffen, wo wir noch ganz viele andere Sachen ausprobieren. Unter anderem ist ein Thema auch Tantra, was ich super interessant finde, weil ja alles wirklich auf die gleiche Quelle, auf den gleichen Ursprung, auf die gleiche Wahrheit zurückgreift. Und da habe ich schon wieder gesehen, oh, ich habe einen Flug von Mailand gebucht, ist mir alles so im Kopf rumgegangen, oder? Mein Flug geht ab Mailand, soll ich den verfallen lassen? Soll ich lieber ab Zürich fliegen? Ja, Leute, so Zeug geht mir auch im Kopf rum. Also ich meine, wir sind ja alle nicht gefeit von diesen Dingen, die da im Außen passieren. Und da nicht uns mitreißen zu lassen von dieser Welle, das ist jetzt echt unser Job. Und diese Sache, diesen Umstand draußen, der wieder mal so extrem heftig ist, zu entlarven, zu durchschauen und zu erkennen, was es für uns wirklich bedeutet, wiederum als souveräne Schöpferwesen, die im Prinzip die Wahrheit kennen und aus der Wahrheit heraus leben dürfen und uns erlauben dürfen, die Wahrheit zu sein, die Wahrheit zu spüren. Und das ist so wichtig, dass wir uns hier gerade in diesen Zeiten, ich meine, das ist eklig, oder? Diese Angst, diese Panik, das fühlt sich nicht gut an, auch für mich furchtbar. Also ich habe gestern wirklich ganz viel Zeit dafür investiert, mich wieder gerade zu kriegen, mich wieder in die Wahrheit zu kriegen. Weil die Gedanken und die Überlegungen und dieser Vibe, der ist wirklich, der klebt so. Und das ist wie diese ganzen Lügen, die uns dazu bringen, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir keine Energie mehr haben, dass wir vielleicht manchmal Lust, Glauben und Vertrauen verlieren. Das ist aber nur
weil wir uns zu viel im Außen spiegeln. Das ist nur, weil wir das Außen zu ernst nehmen, weil wir das Außen bewerten und beurteilen. Und wir können aber nicht beides gleichzeitig machen, uns im Außen zu spiegeln, das zu beobachten, das bewerten und beurteilen, was da ist, was andere machen, tun und denken, was für ein Drama existieren kann. Wir können nicht gleichzeitig im Kreationsmodus leben und die Energien, das Wissen, die Wahrheit, die Überzeugung in die Welt tragen von dem Leben, das wir haben wollen für uns und auch für andere. Wir wollen ja dich gut leben und wir wollen ja auch nicht gute Vibes haben, nur damit es uns gut geht. Das reicht ja nicht. Wir wollen das ja teilen. Wir wollen ja gemeinsam eine bessere Umwelt haben, dass wir uns nicht gerade immer so schützen müssen und dass wir uns auch mal im Außen widerspiegeln dürfen und sagen, oh, wie schön ist das, oh, wie schön ist das, oh, wie schön ist das. Und das gibt es natürlich immer. Und wir müssen einfach uns darauf bedacht sein, uns in diesen Dingen zu spiegeln, wenn sie im Außen zu sehen sind. Aber wenn sie nicht im Außen zu sehen sind, dann müssen wir sie aus unserem Inneren heraus erschaffen. Und das ist halt Job, das ist Arbeit und das geht halt nicht beides. Ich sag's nochmal, du kannst nicht in deinem Außen, in dem, was sich zeigt oder was so leicht sich, sag ich mal so, was sich dominant in den Vordergrund drängt, dass du dem die Stimme gibst, dass du dem die Kraft gibst, sondern es geht wirklich darum, dass du selektiv bist, wo du deine Aufmerksamkeit hintust und hier eben viele versuchen, einen Weg zu finden, ja, ich sag's wieder, eine Formel oder einen Mechanismus. Und das ist halt super, super anstrengend. Oh, das darf ich nicht machen. Oh, das darf ich nicht denken. Oh, hier sollte ich nicht Aufmerksamkeit drauf haben. Und für mich ist es wirklich der einzige Weg, dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich ein Verständnis habe oder dass ich ein richtig gutes Verständnis bekomme. Was ist das im Außen? Wer bin ich? Wie kreiere ich in meinem Innen? Dass ich dieses Verständnis als meine Basis, als meinen Boden felsenfest verankere. Und nur wenn ich da immer wieder zurückkommen kann in die Wahrheit, in meine Wahrheit. Und warum in deine Wahrheit? Es gibt nur eine Wahrheit. Und deine Wahrheit ist es, wie du das mit deinen Worten machst. Es ist deine Wahrheit, wie du mit dir sprichst. Es ist deine Wahrheit, wie du mit dir umgehst. Es ist deine Wahrheit, was für Worte du auswählst. Und es ist auch deine Wahrheit, wie du in diesen Zustand, in diese Verkörperung deiner Wahrheit reinkommst und mit dieser Verkörperung deiner Wahrheit durchs Leben läufst. Das ist deine persönliche Nuance der Wahrheit. Deine Wahrheit, aber sie ist nicht meine Wahrheit in dem Sinne, dass ich sie genauso raustrage wie du. Deswegen braucht es jeden Einzelnen, dass jeder Einzelne seine Wahrheit spricht auch und sie in seine Worte fasst und in seine Bilder wiedergibt, damit eben mehr Wahrheit, mehr Liebe, mehr von dem, was wir wollen, nach außen transportiert wird. Und wenn jeder in seinem stillen Kämmerchen vor sich hin kämpft und mit sich selber kämpft und innere Kämpfe ausführt und Krämpfe ausführt und nicht teilt und nicht rausgeht und seine Intentionen nicht mitteilt. Das ist ja auch eine energetische Geschichte, oder? Dass du dich öffnest, dass du wahr bist und dass du die Wahrheit sprichst. Und uns ist es nicht beigebracht worden, dass das gut ist zu tun. Uns ist es nicht beigebracht, die Wahrheit zu sprechen, weil offensichtlich ist es nicht in aller Munde, die Wahrheit zu sprechen, wenn es nicht dem, was im Außen sich gerade zeigt, entspricht. Aber wenn ich diesen Shift haben möchte, dann muss ich halt aus der Wahrheit heraus leben, aus der Wahrheit heraus sprechen und aus der Wahrheit heraus fühlen. Und diese Gefühle sind eben all die Gefühle, die sich gut anfühlen.
Und jetzt ist wieder dieses Thema mit Herz, oder? Da geht es auch darum, was ist denn Herz für dich? Was ist denn Herz? Was ist die Wahrheit des Herzens? Worum geht's, wenn wir über Herz sprechen? Warum sprechen wir überhaupt über Herz, über Herzöffnung? Ja, weil wir eine höhere Energie wollen. Ja, wie komme ich in diese höhere Energie? Und dann habe ich da wieder irgendwelche Sachen, die ich befolgen muss, damit ich in diese höhere Energie gehe. Und schwupp war ich in dieser höheren Energie und schon ist sie wieder weg. Weil ich eben dieses Fundament nicht gebaut habe, weil ich die Basis nicht für mich habe, weil ich die Erlaubnis nicht habe, in dieser höheren Energie zu bleiben, weil ich sie immer wieder weggebe, diese Erlaubnis, mich wohlzufühlen, gebe ich weg, weil ich mich im Außen spiegle, weil ich mich in der Realität spiegle, weil ich mich in den Dingen spiegle, die andere mir erzählen und weil ich auch glaube, dass ich dann einsam bin. Und da gibt es so viele Shifts zu machen, da gibt es so viele Perspektiven zu wechseln, damit ich felsenfest bin und damit ich auch klar bin und damit ich dann die Veränderung herstelle für mein Leben und für mich, indem ich wirklich einen klaren Weg gehe, dass ich nicht immer ändere und wechsle, weil ich die Wahrheit nicht kenne. Aber wenn ich einmal für mich die Wahrheit genagelt habe, und sage, ja, das ist mein Orientierungspunkt, so lebe ich, so bin ich, daran glaube ich ganz, ganz fest, dass das Leben so funktioniert, dann kannst du deine Power ausschöpfen und dann kannst du für dich und für uns alle ein tolles Leben kreieren. Und das ist wirklich das, was ich erreichen möchte. Jedem sozusagen die Erlaubnisgeber zu sein und zu sagen, es ist egal, was dich zurückhält. Es sind alles Illusionen. Das hat übrigens Dr. Joe Dispenza, ich habe so einen kleinen Live-Mitschnitt gesehen von dem AFU in München. Und da hat er es ganz genau nochmal ausgedrückt. Auch er kommt langsam in diese Klarheit, dass er sagte zum Beispiel, der Tumor ist eine Halluzination. Eine Halluzination eines inkohärenten Seinszustandes. Und wenn du in einem kohärenten Seinszustand bist, dann hat es keinen Platz für solche Halluzinationen, die eben dieser Kohärenz nicht entsprechen. Und was ist Kohärenz? Wie lebe ich in Kohärenz? Da kannst du dir Devices kaufen und dein Herz tracken und so weiter und so fort. Aber was machst du für den Rest des Tages? Ja, willst du immer tracken? Willst du immer messen? Willst du immer nachvollziehen und so weiter? Oder willst du wissen, willst du kapieren, wie das Leben funktioniert in Wahrheit und wie dann automatisch deine Kohärenz herstellst, weil du in einem kohärenten Weltbild lebst? Du brauchst ein kohärentes Weltbild, an dem du dich orientieren kannst, in dem du deine eigene Identität erkennst und in dem du dann dich führen lässt von diesem kohärenten Seinszustand, der besser weiß als dein Verstand, was du möchtest, was du beitragen möchtest, was deine Ziele sind, wofür du hier bist. Und diese Wahrheit für dich selber rauszufinden, diese Wahrheit über Gesundheit, über Wohlstand und über Liebe, weil das sind die drei einzigen Dinge, die uns interessieren. Ja, es ist interessiert einen nichts, aber was ist die Wahrheit darüber? Wo kriege ich das her? Wie kann ich das kreieren? Wieso? Was hemmt mich noch? Und aus diesem Grunde möchte ich nochmal über diese Möglichkeit sprechen, die ich anbiete, für nur 6 Wochen mit mir zusammenzuarbeiten. Sonst sind es alles längere und teurere Programme, um da mal einzusteigen, um für dich die Basis und der Wahrheit zu finden über Gesundheit, Liebe und Wohlstand, dass du da wirklich sattelfest bist und aus dieser Wahrheit, aus dieser Identität heraus eben auch dein Herz öffnen kannst, in deine Schöpferkraft, in deine Magie reingehst, ohne wieder Angst zu haben, weil es so anders ist, wie es alle anderen machen, weil es so anders ist, wie alle anderen leben. Und da in einer Gruppe zusammenzuarbeiten von Leuten, die sagen, ich lasse mich nicht mehr vom Umfeld ziehen,
ich schöpfe, ich erschaffe. Weil das größte Problem ist immer wieder das, was du siehst im Außen, was du nicht haben möchtest und dich trotzdem darin spiegelst, weil das dein normaler Reflex ist, weil wir so gelernt haben zu leben, weil wir das tun und weil wir fast schon süchtig sind nach diesen Reflexen. Und aus diesen Reflexen rauszukommen, das braucht ein Umlernen. Und du weißt, wie lange du die anderen Reflexe gelernt hast. Und jetzt dir 6 Wochen dafür zu nehmen und zu sagen, ja, ich brauche eine neue Basis, aus der ich raus agieren kann und will, damit diese Dinge passieren, die ich haben möchte, damit dieses Leben sich so zeigt im Außen, wie ich es haben möchte. Und die meisten driften wieder ab. Die meisten lassen sich wieder einziehen von einem Sog. Danke für das Herzchen. So, und schon sind sie wieder in der Realität und sind irgendwie Statisten und Mitspieler in einem Film, den sie sich niemals ausgesucht haben, sondern der ihnen halt mal präsentiert worden ist und von dem du glaubtest, das ist der einzige Film, den du leben kannst. Aber das ist eben nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist das, dass jeder Einzelne von uns hier ist, um einen geilen Film zu drehen, um ein geiles Leben zu machen. Und wenn wir uns das nicht trauen, werden wir leiden. Werden wir im Mangel sein, weil es nicht unsere Bestimmung ist, weil es nicht das ist, was scheinbar gedacht ist, dass wir hier abrackern, ableiden. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass dieses Leiden und dieser Schmerz und dieses Gejammere und dieses Herzverschließe und dieses bedingungsvolle Leben aufhören darf. Weil es tut so weh. Es tut so weh, immer die ganze Zeit dieses Leiden mitzutragen, das Leiden zu reflektieren, diese Unfreiheit zu spüren und zu reflektieren. Und es muss nicht sein. Ich weiß es genau, dass es nicht sein muss. Aber ich weiß auch, dass es nicht geht, indem man sich nur berieseln lässt und inspirieren lässt und nicht für sich selber seine eigene Wahrheit findet, aus der heraus sein Leben zu sehen, zu kreieren, zu begehen. Anders geht's nicht. Da kannst du suchen, Ansätze, Methoden und so weiter, was es alles so geben könnte. Aber das Einzige, was wirklich nachhaltig funktioniert, ist, dass du dich hingibst. Und zwar hingibst der Wahrheit, einem Leben aus der Wahrheit heraus und dich komplett verschreibst und sagst, ich möchte diese Bedingungslosigkeit, die Bedingungslosigkeit der Liebe, der Schönheit, der Perfektion leben. Und ich habe keinen Bock und ich stehe nicht mehr zur Verfügung für irgendeinen anderen Firlefanz, der mir vorgemacht wird, der mir eingetrichtert wird, der mir weiß gemacht wird. Weil ich kenne die Wahrheit und ich lebe jetzt aus meiner Wahrheit heraus. Und wenn du die glasklar kennen willst, weil es ist keiner da draußen, der sie nicht kennt. Es ist keiner da, der die Wahrheit nicht wirklich kennt. Aber wir trauen sie uns alle nicht wirklich zu sehen und daraus herauszuleben, weil es die wenigsten eben tun, weil sie sich alle nicht trauen. Und wir sind da, um uns zu trauen, um es zu tun, um die Schnauze so voll zu haben von Leid, von Angst, von Missgunst, von Enge, von Beschränkung. Ja, genau, Nadine, es ist eine Entscheidung und zwar eine konsequente und eine klare Entscheidung und ein klarer Weg und nicht irgendwie ein Kugelschwanze und Weitergesuche, sondern eine Entscheidung und einmal durchziehen und nicht mehr davon abzukommen. Und abkommen wirst du nicht, wenn du einmal gespürt hast, dass es so gut ist und dass es so richtig ist. Du wirst nicht lange abkommen, wenn du nur ein bisschen abkommst. Die Maria hat so ein schönes Video auch in die Gruppe gestellt, eben Jojo-Effekt. Und dieser Jojo-Effekt ist eben nur, wenn du nicht die richtige Basis hast, auf die du dich immer wieder beziehen kannst. Und die für dich zu lernen, für dich zu verinnerlichen. Und ich sage immer noch für dich. Und zwar jeder für sich. Aus dem, was die Wahrheit ist, deine ureigene persönliche Wahrheit zu
sehen und nach der zu leben und nach der dich zu orientieren. Und zwar nach deiner, weil du kannst dich nicht dein Leben lang nach anderen orientieren und andere imitieren. Da wird dir immer etwas fehlen. Es muss deins sein. Es muss dein ureigenes sein und das musst du dir erlauben. Und dann, wenn du diese Wahrheit kennst, dann fehlt es dir nicht an Gesundheit, dann fehlt es dir nicht an Liebe, dann fehlt es dir nicht an Wohlstand, dann fehlt es dir nicht an Freiheit, dann fehlt es dir nicht an Selbstbestimmtheit, dann fehlt es dir nicht daran, dass dann fehlt es dir an nichts eben. Dann weißt du, dass du in dieser Fülle leben darfst. Aber das sich zu trauen, das ist der große Schritt, das sich zu trauen und zu sehen, andere trauen sich's auch und sie machen es einfach kompromisslos. Und es ist ihnen egal, ob das riesengroße Anerkennung aus dem bekannten Umfeld gibt. Irgendwann mal wird es so sein, dass die Leute dir nachlaufen wie dem Rattenfänger von Hameln, weil es sich einfach so gut anfühlt, wie du lebst, weil es sich so richtig anfühlt, wie du lebst. Und da möchte ich den Impuls geben, da möchte ich euch die Sicherheit geben, dass es so funktioniert für jeden Einzelnen, wenn er an sich glaubt, an sein Wissen. Weil wenn diese Dinge, die ich sage, mit dir resonieren, dann ist es so, dann weißt du, dass da eine Wahrheit dahinter ist und dass dieser Weg dich anzieht, weil alles andere so mühsam und so schwer ist und nicht stimmig ist, nicht kohärent. Das ist übrigens das Einzige, was kohärent heißt. Stimmig mit der Wahrheit, stimmig mit dem schönen Gefühl der Wahrheit. Darum geht es. Und wenn du jetzt sagen willst, okay, genau jetzt ist der Moment, weil gerade ist es wirklich ätzend da draußen. Ich habe es zwar nicht deswegen so geplant, aber am 11. März starten wir. 11. März wird unser erstes Meeting sein um 18 Uhr von dem Mastermind über die Wahrheit für Gesundheit, Liebe und Wohlstand 6 Wochen lang. Du kannst dabei sein, du kannst dich committen, du kannst den Startschuss abgeben. Du kannst nach diesen 6 Wochen weiter verlängern, aber es ist wirklich für die, die nicht ein großes Programm gleich buchen wollen, die vorsichtig sind, die mich erstmal besser noch kennenlernen möchten, die Wahrheit vielleicht noch tiefer kennenlernen möchten, ohne sich lange zu committen. Es gibt die Geld-Zurück-Garantie. Wenn du nach 2 Wochen sagst, nee, das ist nichts für mich, dann kriegst du das Geld zurück. Ich möchte wirklich dir die Chance geben, dein Leben umzukrempeln. Du hast mit mir jemand, der hat wirklich in allen Dingen Erfahrung in Gesundheit, Liebe und Wohlstand wie im Mangel. Ich weiß, was alles bedeutet. Ich war so ziemlich schon in jeder Lebenslage. Guten Morgen. In jeder Lebenslage, die du dir vorstellen kannst. Ich weiß, wie sich's anfühlt und ich weiß, wo die Lügen dahinter stecken. Ich habe mittlerweile meine Intuition so ausgebaut, dass ich dir deine Wahrheit ins Gesicht knallen kann, weil die ist ja schon in dir gespeichert. Du hast nur Filter und Überzeugungen drüber gelegt, die dir nicht erlauben, dahin zu gehen und diesen Weg frei zu machen, dass du immer aus deiner Wahrheit heraus deine Entscheidungen triffst und dein Lebensgefühl entwickelst. Darum geht es, oder nicht, dass du irgendwo abhängig bist. Von niemandem sollst du abhängig sein, von nichts sollst du abhängig sein. Du sollst vogelfrei sein und du sollst wissen, dass das Gute zu dir kommt, wenn du ein freier, glücklicher Vogel bist, sozusagen. Weil ich bin, also alle Sachen, die mit Abhängigkeit zu tun haben, da bin ich nicht Fan davon. Auch ich habe zwar diesen Post zum Beispiel in der Facebook-Gruppe stehen lassen, da ging es auch über Krankheit und wenn du deine Kreativität nicht lebst, dann kriegst du Verdauungsschwierigkeiten oder sowas, steht da drin. Darum geht es überhaupt nicht, dass du rausfindest, was heißen die Verdauungsschwierigkeiten, sondern was willst du wirklich, was ist deine Wahrheit? Und da musst du nicht wissen, wo es stopft und wo du Verdauungsschwierigkeiten hast, wo es hemmt und was für ein einzelner Gedanke, welche einzelne Vorstellung dich hemmt. Es hemmt dich dein Leben in einer kompletten Lüge davon. Und wenn du mit dieser Lüge aufräumst und komplett aus der Wahrheit heraus dir erlaubst zu leben,
dann brauchst du kein einziges Ding mehr suchen und drehen, sondern du kannst es immer wieder spiegeln an der Wahrheit und sagen, ist es die Wahrheit? Hat es mit der Wahrheit zu tun, was ich hier jetzt glaube und denke? Und dann weißt du, dass es Nein ist und du kennst die Wahrheit und du spiegelst dich jedes Mal an der Wahrheit und drehst nicht irgendwelche einzelnen Glaubenssätze und Überzeugungen, sondern du hast ein neues, wahres Weltbild, an dem du dich orientierst und wo du weißt, was deine Aufgabe, was dein Job da drin ist. Und wenn sich irgendwas in deinem Leben nicht gut anfühlt, sei es irgendeine Manifestation, sei es dein Körper, sei es dein Job, sei es dein Umfeld, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann ist es, weil du es nicht aus der Wahrheit herauslebst, weil du dir nicht erlaubst, aus der Wahrheit herauszuleben, sondern weil du, ich mache gerade etwas Lustiges, gut, was denn? Weil du versuchst, dich irgendwie anzupassen, weil du versuchst, dich in irgendein Konstrukt reinzupressen, wo du glaubst, dass es die Wahrheit ist. Aber wenn du aufhörst, dich reinzupressen und einfach im Fluss mit deiner wirklichen Wahrheit gehst, dann ist es eben leicht und dann ist es angenehm. Und da diesen Punkt zu schaffen und immer wieder zu sagen, wo ist die Wahrheit, wo will ich hin, wo fühlt sich's gut an, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ich sitze auf einem Luftballon. Ja, wie wunderbar. Das ist doch schön, auf einem Luftballon zu sitzen. Ich bin noch nie auf einem Luftballon gesessen. Auf jeden Fall will ich jetzt zum Schluss kommen. Oh, ich muss unbedingt zum Schluss kommen. Wenn es dich interessiert, unser Mastermind, 11. März, 18 Uhr, die Wahrheit über Gesundheit, Liebe und Wohlstand. Als Startschuss 6 Wochen lang. Echt mit, ich kümmere mich um dich, um jeden Einzelnen. Hier geht es nicht darum, ihr irgendeiner Gruppe zu versauen, sondern es geht darum, dass ich dich dort abholen möchte, wo du bist und dass du dann weiter fließt in deiner Wahrheit nach diesen 6 Wochen. Und wenn du weiter mit mir zusammenarbeiten willst, darfst du das. Aber das wäre ein Anfang, um zu sehen, was alles möglich ist, wenn du es dir erlaubst und in deinen wahren Seinszustand, in deine wahre Identität gehst und dir erlaubst, alle Bedingungen und Beurteilungen und alles im Außen einfach nicht mehr zu verfolgen, wenn es sich nicht gut anfühlt. Diese ganzen Regeln, die nur ins Drama führen, die braucht kein Mensch. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Vielleicht höre ich ja vom einen oder anderen von euch private Nachricht, E-Mail an patricia@mywellfeeling.com, wie auch immer. Danke für das Herzchen ohne Kopf. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich freue mich. Bis dann. Tschüss.